Herzlich willkommen zurück, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Let's Play Super Mario Odyssey. Du bekommst den Barbo-Controller. So, uns bleibt nämlich nicht mehr viel, dann haben wir es geschafft. Kleiner Spoiler-Alert. Wir hatten hier aufgehört am Aufnahmetag 1.1. Und das ist am 7.2. Und ja, ihr solltet bis jetzt alle Parte gesehen haben. Viel fehlt uns ja nicht mehr. Wir haben dieses Mega-Projekt durch. Nicht gut. Und kümmern uns direkt ums nächste Projekt. So, jetzt ist die Frage, wo sind wir eigentlich hier? Irgendwie. Ja, noch. Aber ich bin halt geil. Ich habe jetzt auch die Midway-Flag. Ach du! Doch, war ich sehr gut. Hallo, ich kann nichts tun. Natürlich kannst du nichts tun. Ich kann die Kamera steuern. Hä? Ich kann alles steuern. Ja, wir sind im Zwei-Spieler-Modus. Machen wir nix. Ja, aber ich bin eigentlich nur Cappy. Nein, du bist im wir sind im Zwei-Spieler-Modus. Also, oh, ich kann nicht gucken. Ach, Einspieler-Modus? Ja. Und da können wir alles alle machen, das ist viel besser. Das ist nicht gut, weil. Ja, das ist ganz scheiße. Oh. Oh, jetzt kann man jeden Boss. Darf ich schon machen, bitte? Ich leg mal Kontrolle auf die Seite. Okay. Ja, die Vermögen ist sinnvoll. Ja. Aber ich glaube, den bekommst du locker auch hierhin gebraten. Ja. Was ja. Wir wollen ja dem Bruder halt alle Ehre machen und uns ausmerzen. Ja. Warum genau sollte eigentlich nach all den Jahren plötzlich jeder auf die Idee Ich hab keine Ahnung. Sein, Hüte als Waffen zu benutzen? Das ist eine gute Frage. Und warum ist da Mario der Letzte? Das ist ja auch wichtig, dass ich zum ersten Mal gesehen habe hier. Komm schon. Brauchst du irgendwie physische Hilfe oder wie? Ich glaub schon. Ich glaube, physische Hilfe. Du musst jetzt einfach. Okay, ich helfe dir. Stopp! Ja, ich weiß es ja, ich muss die Dinger alle besiegen. Beziehungsweise ich muss sie gar nicht. Hol dein. Ich mach alles richtig. Da wird es aus dem Kreis rausgehen. Weil der nämlich ein Dishand verlegen kann. Umlegen kann. Hau. Ja, hau. Drauf. So. Jetzt pass lieber auf und heb doch das Herz auf, für wenn du ein Leben verlierst. Ich hab das Herz aufgehoben. Ja, mit aufheben meine ich das. Ja. Für genau so als einen Moment hier. Ah, du Fotzi! Ich bin kein Fotzi. Pass auf, lieber hier. Es kommt gleich ein neues Herz. Ach du! Irgendwie ist das Ganze deutlich anstrengender als am ersten. Soll ich probieren? Ja, mach mal. Ich übergebe dir das Steuern. Kann sein, dass man mich überhaupt nicht hört. Natürlich hört man das. Hallo Welt, kann man mich hören? Leise. Rutscht ein bisschen näher. Okay. So. Oh. Nein. Okay, so! Sitzen wir oben. Wollen wir in den Zwei-Spieler-Modus gehen oder nicht? Nein. Ich probier's erstmal ohne. Oh Gott, was ging das denn los? Ja, das ist die Aufgefallen. Aber ist ja in der ersten Phase noch gar nicht so. Ja. Einmal geboomt. So. Ein bisschen Tipp noch. Ja, es hat. Nicht unkontrolliert zu anfangen zu springen und zu überlegen zu lassen. Vor allem, als könnte irgendjemand so viele Hüte auf seinem Kopf haben. So, Moment. Ah, fuck.
Ich sage ja, vielleicht nicht jetzt hier, aber Gott! Es gibt immer mehr mit dir! Einer! Nein! Den einen Hut! Ach, Scheiße! Herzen. Aber ich hatte auch keine Herzen, ne? Ich nehme meinen Controller. Cool, spielen wir zusammen. Nein, David, bitte lass es. So, probierst du nochmal. Aber an sich ist die Taktik, die wir machen, halt gar nicht mal so verkehrt. Nee. Weil so rumspringen, bis der Dings weg ist, das ist einfach. Jetzt springe einfach auf und drauf, genau. Die ersten zwei Bosse hat es ja total schnell drinne. Und ob man es ausweicht oder rumspringt, macht auf die Dauer keinen Unterschied. Nee. Nee. Und jetzt Frappen 1, Frappen! Was heißt jetzt Frappen? Ja, ihn eine rüberkneten. Jetzt hau. Das ist ethisch unkorrekt. Hau auf ihn drauf. Und jetzt, Achtung, jetzt schnell noch einmal das auf es drauf springen. Ja, 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 lass mich in Ruhe. Einmal noch und jetzt hier. Ja, 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 lass mich in Ruhe. Nein, nein, spring auf diesen Joris. So, danke. Oh, und das noch einmal. So, wir, das war keine Anspielung, keine Angst. Lyras habe es gesagt und das ist eine. Hol die das. Nein, lass das da sein. Sag mal, wie viel Leben hat dieser Typ hier eigentlich? Der hat gar nicht so viel Leben. Jetzt hat er noch ein paar mehr Hüten. Ja, und er hat einen. Geh aus dem Kreis! Ja, da war ich halt nicht schnell genug, Mann. Einmal hier und gleich. Die Herzhol! Herzhol! Herzhol ist da dran. Ich habe keine Ahnung, wie so ein Affe, der Verdauungsstörung hat. Ja, das bin ich auch, aber. Verdauungsstörung. Natürlich habe ich Verdauungsstörung. Nein, das war hier. Verdauungsstörung. Nicht, dass Mikro hier vergewaltigt. So. Ich darf machen. lass es einfach da, was ist hier. Nein. Okay? Wir sind alle zufrieden und heute ist auch ein Mini-Bisschen. Wieso sind wir eigentlich so blöd? Jetzt zeigt der große Babo, wie es geht. Ja, machen wir. So. Ich fühle mich gerade mit dem Gehüpfe wie bei diesem Typ von 1, 2 oder 3. 1, 2 oder 3. Du musst dich entscheiden, welche Farbe. Gleich ich die Songs nun vorbei. 1, 2 oder 3. 1, 2 oder 3. 1, 2 oder 3. Hallo Fotzi, renn hier mal bitte nicht weg. Ich entschuldige mich jetzt mal für meine Wortwahl. Entscheidungsphase alle rufen, das ist ja nie irgendjemand sicher, Mann. Du da, sorry. Okay, der hat mich jetzt vermöbelt. Aber das macht exakt nur einmal. Sag mal, mir kommt aber auch keine. Ach so, ja, das war. Doch, du musst diese ganzen Hüte besiegen. Ah. Wieder durch die Gegend pinseln und manchmal droppt ein Herz. Oh mein Gott. Als ob das der Endboss im Games war, Alter. Nein. Das war nicht mal der Endboss. Ach so, ich dachte, den Endboss. So, du musst auf dem Mondding da drauf hüpfen. Nein, ich muss erst den anderen Boss besiegen. Ah, da kommt noch einer. Ja. Hier machst du jetzt. Die Hochzeit steht, was weiß ich. Ja, ihr beide macht das besser schnell aus dem Staub, denn ihr steht nicht auf der Gästeliste. So, und jetzt müssen wir ein Wesen besiegen. Ethisch vollkommen unkorrekt, praktisch ist es Odyssey. Es sieht so ein bisschen aus wie Arm. Ich weiß, man macht nur ein Leben so. Aber den einen Boss, den wir schon vermöbelt haben, haben wir schon vermöbelt, ne? Okay. Einfach Kontaktschaden. Ja. Das ist immer so, wenn du Mädchen anfasst, dann stirbst du. Ja. Aber den einen Boss haben wir schon erlegt, oder? Was? Ja, den einen, ja, ja. Der ist jetzt finito. Per favor. Der andere ist
vermutlich, es war daran zu sehen, dass diese eine Statue zerfallen ist. Was eigentlich überhaupt keinen Sinn ergibt, weil ja. Warum sollte, wenn jemand eigentlich stirbt, geht ein bisschen in die Richtung vom Mikro. Irgendeine Statue kaputt gehen. So. Und warum genau kann man dieses blöde. Achso, ich glaube, man muss mit den eigenen Bomben hier irgendwie. Ja, wir hatten so einen Boss-Thema schon mal. Du musst die Bombe zurück auf dieses Mädchen schlagen. Das ist nicht so leicht. Das ist eigentlich einfach. Nein, das ist nicht. Nein, du musst jetzt einfach, jetzt oh, die ja, Bombe. Ja, jetzt Bombe. Oh. Dann haust du es selbst. Aber selbst Pest gehabt, wenn du so lange Ohrringe, so lange Haare hast und Bomben als Ohrringe, Mädchen bist du selbst schuld. Achtung, jetzt wird sie ein bisschen sauer. Ja, ich weiß. Aber schön zu wissen, dass auch Mädchen sauer werden können hier, ey. So. Bist du dumm, du läufst außen rum? Nein, ich bin nicht blöd. Schnapp dir einfach ein Ding. Da. Oh, jetzt. Eigentlich sind diese Bosse erst einfach. Nein, wir sind blöd. Also, ich würde dir einfach, also meinst du einen anderen Boss aus der Super Mario Bros. Wii zum Beispiel? Aber es kann, vielleicht liegt es auch an der geilen Störung. Diese Hexenlache, die dieses Mädchen hat. Die hört es nur, ist, weil ich die Kopfhörer aufhabe, aber es kann die mal demonstrieren, wie ich das nicht anhört. Jetzt hörst du die Kopfhörer als auch den Kommentator. Ich weiß, wie sich die Hexenlache anfühlt. Ich hab. Anfühlt! Ja, ist doch das Geil. Achtung, jetzt lauft er nicht rein. Ich weiß, wie sich diese Hexenlache anhört, weil ich hab die Nintendo Let's Plays gesehen. Ah, machen wir Leistung von einem anderen YouTuber könntest hier. Mir, könntest du mir bitte das Dings abnehmen? Was? Die Kopfhörer? Ja. Du willst es nicht selbst hören. Nein, ich will es nicht selbst. Es konzentriert dich und springt drauf. Gut. Ja, so. Ich bin so schwach. Ja, du bist immer schwach. Ich so. Und das Mädchen ist down und die zweite Statue ist weg und ein Mund ist heilend. Und alles ist geile Matiko. Ich weiß gar nicht, wie viele Monde wir jetzt hier eigentlich wirklich brauchen. Wir werden es aber, denke ich, mal sehen. Was? Ich glaube, wir haben schon so viele, wie wir brauchen. Aber wir müssen noch was erledigen. Ja, wir müssen weiterkommen. Und da öffnet sich eine Fahrt. Und die Türen. Wann kommt Bowser? Ach du. Hey, hey, Vicky. Sorry. So, hier wird's jetzt richtig knallelustig. Ich sag's schon voraus. Am Haupthof. Und da geht's im nächsten Part weiter, liebe Ladies and Gentlemen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Wir sind raus. Und ciao.